Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die diesmal zugeschaltet haben. Diesmal geht es bei uns der Jahreszeit entsprechend oder mit den steigenden Temperaturen entsprechend um einen Schuhtyp, der doch sehr häufig dann auch verlangt und natürlich auch getragen wird. Sprich im Großen und Ganzen die Sandale. Was habe ich darunter zu verstehen? Welche Formen gibt es? Welche Unterschiede gibt es bei den Sandalen? Darauf möchte ich im heutigen Video eingehen und ich denke mal, es wird sehr interessant werden. Mit den steigenden Temperaturen wächst natürlich der Wunsch nach etwas mehr Belüftung und Atmungsaktivität an den Füßen. Gerade weil man dann ja auch mit den steigenden Temperaturen mit ein bisschen mehr Fußschweiß und Wärme am Fuß zu kämpfen hat. Zumindest der eine mehr, der andere weniger. Und demzufolge hat sich natürlich auch die Schuhindustrie darauf eingestellt und bietet natürlich für den Sommer oder überhaupt für sommerlich warme Temperaturen dementsprechende Fußbekleidung an. So auch zum Beispiel bei den Kindern in verschiedenen Ausführungen. Hinzu muss man natürlich sagen, historisch gesehen ist die Sandale die älteste Schuhform der Menschheit, weil gerade die also schon ziemlich zeitig erfunden worden ist. Und das ist noch weit vor Christi gewesen. Ganz einfach, weil ja sozusagen der Ursprung der Menschheit in den wärmeren Gebieten gewesen ist. Und dort hat man sozusagen gegen Geröll, durch die langen Wanderungen und so weiter, hat man also versucht, den Fuß davor zu schützen. Und das hat man praktisch mittels Riemchen und einer sogenannten Laufsohle, auch wenn die damals noch nicht so benannt worden ist, hat man das also konstruiert und dieses Fußbekleidungsstück sukzessive Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert immer weitergeführt. Also die Sandale ist eigentlich heutzutage aus den wärmeren Gebieten und aus dem warmen Temperaturbereich überhaupt nicht wegzudenken. Und wie heißt es immer schön? Je luftiger, desto besser. Natürlich. So, also ist natürlich die Ursprungsform der Sandale mit relativ wenig Material verbunden. Das heißt, wir haben eine Laufsohle und wir haben Riemchen, die sozusagen den Fuß umschließen und dementsprechend für den Halt der Laufsohle am Fuß sorgen. Natürlich gibt es auch da immer wieder die unterschiedlichsten Ausführungen. Hier seht ihr mal ein bisschen was Schickes. Es gibt aber auch was Alltagstaugliches, was ein bisschen mehr in den sportlichen Bereich hineingeht, wo ich natürlich dann auch wieder eine super tolle Sohle habe, super flexibel, ein bisschen stärker ausgearbeitet, damit man richtig schön hüpfen, springen und klettern kann. Und trotzdem für einen guten Halt sorgt, weil zum Beispiel hier ein Neoprenmaterial eingearbeitet wurde als Futtermaterial, was also sehr schnell trocknet, was auch sehr schnell die Feuchtigkeit aufnimmt und was demzufolge auch nicht so schnell für einen rutschigen Effekt auf der nackten Haut sorgt. Wie man hier schon unschwer vorstellen oder sich vorstellen kann, sind diese Modelle vorzugsweise für den nackten Gebrauch gedacht. Natürlich kann ich auch in eine hochsommerliche Sandale, wie sie diese zehenfreien Modelle sind, auch gerne mit einem Söckchen kombinieren. Aber das sei dann im Sinne des Trägers, ob er das möchte oder nicht. Zu dem Pendant der Mädchenmodelle zeige ich euch mal jetzt sozusagen die Jungsversionen. Das sind also auch wieder entweder was relativ Klassisches, was Schlichtes oder wer es gerne mag, natürlich was Robusteres, Fetzigeres mit Neonfarben, mehrfach verstellbar, ist eigentlich immer optimal, weil damit kann ich fast jeden Fußtyp bedecken. Ausnahme ist natürlich hier, wenn ich so ein schmales Füßchen habe, dass ich gar nicht auf der Laufsohle richtig Platz finde, dann nützt mir auch der beste Klettverschluss nichts. Also die Kenntnis der eigenen Schuhweite, Breite, Fußform ist natürlich unabdinglich, um dann passende Modelle herauszusuchen bzw. zu kaufen. Nun wächst natürlich aber auch in einer gewissen Altersgruppe bei den Mamis, die bedenken, ja, mein Kind ist noch ziemlich unsicher, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Zehenschutz, weil so dieses Zehenfreie, ich weiß nicht, wie oft ich da mit Pflastern dann im Zehenbereich arbeiten müsste. Aber auch da haben natürlich die Lieferanten mitgedacht. Also es gibt ja zum einen so die richtigen Halbsandalen, Halbsandalen deswegen, weil also praktisch hinten Sandale, aber vorne geschlossen.
Und wie ihr seht, gibt es dann also auch hier eine schöne klassische Mittelstegausführung oder mal das Robuste mit einer absoluten schicken Stoßkappe für die kleinen Daniel-Düsentriebs des Spielplatzes. Und das wahrscheinlich dann auch in verschiedensten Ausführungen, auch für die Mädels. Hier geht es natürlich immer darum, was will ich, was brauche ich? Weil das ist natürlich schön schlicht und klassisch, ist aber vielleicht nicht unbedingt so alltagstauglich, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, ein sehr rabiates, robustes Kind habe und was zum Beispiel auch sehr gerne Pucki oder Laufrad und so weiter, Bobbycar, wenn das noch in der Altersgruppe gefragt ist, natürlich mitverwendet. Dazu gibt es dann auch immer noch diese Mittelstegsandale, Halbsandale oder Minilette, wie es dann hier genannt wird. Einziger Unterschied ist, man hat auch hier eine geschlossene Fersenkappe. Bedeutet immer für die relativ unsicheren Läuferkinder oder Kinder, die es einfach benötigen. Ich sage es mal vom gesundheitlichen Aspekt, weil ich zum Beispiel sehr stark nach innen trete, ich also wirklich den Halt in einer Fersenkappe benötige, dann machen sich solche Modelle zum Beispiel sehr, sehr gut. Wie ihr schon seht, auch hier wieder nur ein Mittelsteg, ein Ledermittelsteg, der meistens auch doppelt gearbeitet ist. Aber ich sag's mal so, und die Erfahrung der letzten Jahre oder der Verkaufsjahre im Schuhwidu haben es gezeigt, und das spricht mir wahrscheinlich auch jede Kinderschuhtante aus den Herzen, der kindergartentaugliche Schuh ist es halt nicht, wenn dort solche Fortbewegungsmittel wie Pucki oder Bobbycar zur Verfügung stehen. Weil kein Kind achtet im Grunde genommen darauf, muss ich jetzt die Füße heben, kann ich die jetzt schleifen lassen? Und dann ist es auch schon durchaus passiert, dass Kinder diesen Lederstreifen innerhalb von ein paar Tagen sozusagen fast durchgearbeitet haben. Was übrigens keinen Reklamationsgrund darstellt, wollte ich bloß noch mal sagen. So, wer also mehr Schutz haben möchte, sollte doch dann bitte auf solche halboffenen Modelle zurückgreifen. Die gibt es auch immer in verschiedenen Varianten und Formen. Ich habe jetzt bloß mal zwei jetzt herausgepickt, stellvertretend für zwei sehr gute Kinderschuhlieferanten und auch Anbieter bei uns. Und hier seht ihr schon, da ist der Zehenbereich doch schon mehr geschützt. Hier habe ich entweder ein richtiges Barfußmodell oder in Barfußart, was es natürlich nicht komplett barfuß ist. Aber das unterscheiden wir und erklären das auch gerne im Verkaufsgespräch. Aber ich habe hier eindeutig mehr Zehenschutz. Ich habe trotzdem super flexible Sohlen und ich habe natürlich eine Leichtigkeit. Gerade hier bei diesem Anbieter muss ich immer wieder sagen, es ist ein Traum. Aber auch hier immer wieder unsere Empfehlung, Mamas, Papas, überlegt einfach, für welchen Zweck ihr das braucht. Weil, ich sag mal so, für ein sehr robustes, rabiates Kind, was den Wert eines Schuhs im Grunde genommen nicht schätzt oder dem es eigentlich egal ist, es braucht nur was zum Rumtoben, ja, dann ist natürlich eine Barfußsandale mitunter nicht so die beste Variante. Vorteil ist natürlich, ich brauche hier nichts einlaufen. Der Schuh sitzt gleich mega weich am Fuß dran. Aber es ist natürlich nicht das sonderlich haltbarste Material. Dann sollte ich dann vielleicht doch lieber in diesem Fall auf ein etwas dickeres, aber trotzdem weiches Leder zurückgreifen. Aber ein Schuh, der vielleicht ein bisschen mehr mitmacht. Und das sind so immer die kleinen Empfehlungen oder ich sag mal die Details in den Verkaufsgesprächen, die in einem Fachgeschäft mit angesprochen werden und die vielleicht auch mal die Eltern anregen, nochmal genaue Nachfolgerungen oder Schlussfolgerungen zu ziehen, was will ich, was brauche ich. Stimmt, ne? Also Modelle gibt es ja immer in Hülle und Fülle. Also und auch da von den Farben her bleiben eigentlich fast keine Wünsche offen. Und in diesem Fall kann man dann immer nur sagen, der Sommer kann kommen. Gerne bis zum nächsten Mal und bleibt schön neugierig.